Hallo meine lieben Heartstucker, willkommen zu einem Hextech-Pack-Opening. Wir haben 50 Orbs, hoffen auf gutes Glück und viele Prestige Editions. Maybe. Vielleicht kriegen wir unsere KDA Kaiser. Ich würde das feiern und mich sehr darauf freuen. Wir haben wieder Jule dabei. Sag mal hallo. Hallihallo, ich begrüße jeden, der sich an diesem absolut verregneten Sonntagnachmittag hier versammelt hat, um dem Öffnen von Orbs beizuwohnen. Richtig. Und ich habe gehört, am Sonntagabend soll das Glück wohl besonders hoch sein. Deswegen möchte ich ohne Umschweife gleich mal starten. Let's go. Let's go. Wood Scout Quinn. Naja, ne? Ja, Ist halt Wood. ist halt Quinn, ne? Ne? Arctic Warfare Caitlin. Der ist ganz nice, den habe ich aber schon. Godfist Lee Sin, ne? Da geht's gleich aus dem Legendary. Und einen Gemstone. Ein Gemstone in Ehren. Star Guardian Lux. Oh, der ist toll. Ja. Der ist uralt, aber der ist echt toll. Der ist auch wirklich ein sehr, sehr smooth Skin, den mag ich auch. Groovizillion. Ja, Oha. Ich weiß nicht, was in dem Skin groovy sein soll, aber okay. wahrscheinlich der Blick so, der ist so. Na? Kommen Sie mal ran hier. Naja. So guckt der, Alter. Vandal Jax ist auch so ein Skin, so. Warum Hast du existierst den du? schon? Ja. Chosen Master hier. Okay, der ist aber cool. Das ist der Lichtschwert hier, ne? Das ist so eine geile Sache. Firefighter Tristana. Super nicer Skin. Auf jeden Fall. Da kommst du richtig gut durch, wenn du Damage machst. Soulstealer Vladimir. Auch ein Ah, den geiler habe ich Skin. früher immer gern gespielt, das ist schön grün. Ich mag den neuen jetzt aber mehr, der glitzert so schön. Ah, Spirit Blossom Fresh. Ah, den hast du aber Daddy noch nicht, oder? Material. Doch, den habe ich schon, den habe ich letztens gezogen. Und ich glaube, es ist definitiv nicht Udyr. Bin ich mir ganz sicher. Ich weiß immer noch nicht, welcher Champ das sein soll. Ich auch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. SKTT1 Vogel. Oh, das Asia. ist ein Legacy, den hast du, glaube ich, den hast du doch safe noch nicht, oder? Den Asi-Skin im Moment. Mhm. Oh. Ich bin großer Asi-Liebhaber, wenn du es noch Ich nicht merk schon. wusstest. Ich merk schon. Eternal Nocturne, da würde der Fox jetzt neidisch werden. Der ist jetzt Der ein hat den. Nocturne. Ja? Okay, Der dann hat den, ja. würden wir uns jetzt einfach so ein bisschen abklatschen. Heartseeker Ori, den finde ich auch richtig schön. Ich Der finde es ist generell nice. cool, bei Ori kannst du halt so viel draus zaubern, weil sie halt Maschine ist, so. Deswegen finde ich auch Pool Party Ori so nice. Pyre Dreis. Oh, der ist cool, den habe ich mal von Riot geschenkt bekommen für mein Liebesverhalten, weil ich immer ganz viele Honors bekommen Also habe. Putt-Putt gemacht bei dir. Hast du fein gemacht. Oh, dafür Lotus Irelia. Richtig hübsch das Game vom Aussehen. Jeden Fall. KDA Ari. Ain't nobody bringing us down, 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 Wenn das kein Zeichen ist hier für den Naja, Kaiser, stimmt. dann weiß ich auch nicht. Oktoberfest Gragas, ne? Das ist ja Ja. natürlich der Skin, der uns Deutsche alle widerspiegelt. Er passt ja eigentlich gerade in die Zeit, ne? Na, und Pool Party Graves würde auch passen, wenn jetzt nicht Corona wäre. Das ist richtig. Da wäre so richtig Party-Stimmung am Wochenende. Pool Party hart. Cosmic Dust Sire. Mega nice. Ich mag den Skin sehr, weil ich einfach Cosmic selbst ein Bird-Spieler bin. Pool Party Tarik, ne? Mit seiner Ah. Brust, wo du dich an ihm ausheulen kannst. Dieser So. Bademeister. Ja. Der lebt halt echt wie Larry. Prestigious LeBlanc. Auch sehr, sehr nice. Ich glaube, den spielen gefühlt alle. Ich habe nie verstanden, was an dem Skin so toll sein soll. Aber Nicht gar nicht. vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wissen das nur die LeBlanc-Spieler. Ja. Battle Academia Katarina, ein geiler Skin mit geilen Chromas. Kann ich nur jedem empfehlen, der Kata spielt. Das ist einer meiner Lieblingsskins. Full Machine Victor. Das ist ein Zeichen. Den habe ich auch noch nie in-game gesehen. Der ist aber auch hässlich. Hässlich wie die Nacht, wirklich. Und genauso wie der Oh. Skin. Nosferatu Vladimir. Ein wunderschöner Skin auf jeden Fall. Naja. SKTT1 Nami, sehr geil. Und einen Gemstone. Wieder das gute, flüssige Gemstone-Ding. Pool Party Lee Sin. Also wir sammeln gerade die Pool Party Line irgendwie, finde ich. Aber ist okay. Augmented Cinch ist einer der Skins, die ich nicht unbedingt sehen möchte. Sie ist so meins.
Marble Malphite aber hingegen ist natürlich der geilste Gemstone, Gemstone-Skin sage ich schon, der geilste Skin, den man haben möchte. Da würde ich jeden meiner Gemstones für opfern. Also, ja. Holt euch diesen Skin, absolut. Ich meine, auch diese Zeichnung ist echt künstlerisch wunderschön. Mhm. Was ein Skin, ey. Arcade Corki. Der ist aber geil. Der ist wirklich cool. Ich finde, der macht auch geile Sounds. Mhm. Shurima Desert Zillion. Ey, Zillion hat auch so viele hässliche Skins. So viele Scheiß-Skins, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, es ist unglaublich. Musketeer Twisted Fate. Können wir gegen die Gerechtigkeit in der Kluft kämpfen? Für die Gerechtigkeit, nicht dagegen. Gegen, ne? Die Gerechtigkeit, ja. Gegen die Gerechtigkeit. Ambitious Elf Jinx, so ein geiler Skin. Sounds sind auch mega sweet. Dark Rider Seju? Hm, nicht so, ja, meins. Kann man schon machen. Ja, kann man machen. Ja, okay. Kann man machen, ja. To Damage Akali auf jeden Fall. Geiler Skin. Super fancy. Die hat keine Prestige Edition, oder? Nee. Die, doch, aber Akali hat generell eine. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben ein Grabback. Nice. Ja. Nice. Und Emerald Taric. Danke dir, Taric. Oh, heiliger Taric Gott. Danke dir für dieses wunderschöne Grabback. Wir haben mehr Taric-Skins. Nurse Akali. Hm? Sehr. Auf jeden Fall, von ihr würde ich mich verarzen lassen wollen, sagen wir so. Aber sie guckt so böse. Ist ja egal. Project Ash guckt auch böse, auf was sie so. Nee, was sieht sogar? Er hat ja keine Augen. Naja, doch. Sie hat ja ein Visier oder nicht? Ist ja ein Visier. Ja, sie. Stargazing Syndra finde ich super cool. Ich liebe diese kleinen Blobs. Ich weiß nicht, wie die heißen so. Sind es ihre Balls halt, ne? Ja, ihre Sphären. Gut, dann machen wir hier mal einen auf, würde ich sagen. Let's go. Let's go. Franken Tivers Annie. Also das Konzept ist cool. Kann man nichts gegen sagen, so. Auf jeden Fall, der Skin ist leider nur etwas uralt. Ein bisschen veraltet. Cerebrossom Ari, also der Skin ist einfach nur bombastisch. Super smooth. Sehr geil. Auf jeden Fall. Conqueror Alistar ist neu. Auch nicht schlecht. Ist nicht so meins, aber gut, ich schwöre kein Alistar. Gorilla Tristana, weitermachen. Moridor Ash, muss ich sagen, finde ich super cool. Aber hat halt diese Eispartikel nur, ne? Ich bin so ein. Ja, ist halt so, er hat halt keine Partikel, nur keine neuen. Ja. Dragonmaster Swain hingegen, finde ich, ist super cool. Also, ich glaube, das ist der coolste Swain-Skin, den es gibt. Der könnte Legendary sein, finde ich. Ja, den spielt auch jeder. Ja. Eyeblots. Bloodscrank, ja. Auf jeden Fall nice. Auch sehr, sehr cool. Vandal Gragas, auf jeden Fall für die ganz harten Motorradfahrer unter uns. Und Mecha Kingdoms Garen. Ja, ne? Garen-Fans, bestimmt der größte Shit. Ach nee, aber ich glaube, ich mag die Prestige Edition von dem Garen-Skin sehr. Die finde ich cool. Die ist nice. Noxus Poppy. Ich finde, den habe ich früher so oft gezogen. Aber irgendwie finde ich den mal cool. Ich mag das Special. Poppys Augen sehen so gefährlich aus. Ja, ist echt. Also, Poppy hat ein paar geile Skins. Und wenn wir gerade bei Nocturne Skins sind, ne? Elderwood Nocturne ist mit einer der besten. Also, ich mag Hextech Nocturne gar nicht. Naja. Weil, ich weiß nicht, die Gemstone Skins sind irgendwie mittlerweile echt mau geworden. Da ist jeder Prestige Skin besser. So. Naja, Full Metal Jace. Den habe ich auch in letzter Zeit ziemlich oft gesehen. Guardians of Ascent Kha'Zix, den mag ich sogar richtig gerne. Der ist nicht so teuer und der hat aber geile Partikelveränderung. Mm. Pretty Kitty Rengar. Mau. Bandito Fiddlesticks. Ich finde Fiddlesticks schon so gruselig genug, ne? Academy Darius. Ja, nicht so meins. Ich finde, also die Academy Skins, die alten, sind halt echt mau. Nunu and Willembot. Was sagt denn der Nunu-Main dazu? Ein wunderschöner Skin. Eine absolute Meme-Fabrik, dieser Skin. Also wer sich gute Quotes anhören möchte, muss sich diesen Skin auf jeden Fall gönnen. Mm. Warring Kingdoms Katarina and a Gemstone. What a coincidence. I do like it. So, und der letzte. Death Blossom Kha'Zix. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch den Grabbag auf. Eva Winkel, oh, hab ich den schon? Ich weiß es nicht, aber der ist geil. I like it. Forsaken Jace, nee, ist ganz cool. Dark Crystal Rise, nee. Ashenlord Aurelion, ja, super cool. Ich glaube, es ist so der Skin für jeden One-Trick, aber gut. Aurelion hat halt auch nicht so viele Skins. Wobei Aurelion eigentlich, ja, beide Aurelion-Skins sind eigentlich geil. Der Space Aurelion ist eigentlich auch. Ne.
nichts sagen. Cool Party MF, immer super nice. Ambitious Elf, Jinx hatten wir schon, aber sehr geil. Aviator Aurelia, mag ich ihre Haare wirklich, aber sonst, Cool Party Rek'Sai, sehr wunderschön. Ich meine, Rek'Sai wird da komplett von ihrer Schokoladenseite gezeigt. Also, der war früher war der Skin geiler. Ne. Vor dem Rework. Okay. Wo es noch die alte Ultimate hatte. Wo sie so rumgejumpt ist, ne? Wo du konntest quasi mit der Ultimate zu einem Tunnel deiner Wahl auf der Map. Das ist cool. Das in ist Highspeed. Und mit dem Skin hat sie sich auf den Jetski gesetzt. Und ja. Ist dann durch die Kluft gedonnert. Das war geil. Das klingt richtig cool. So, Arcade Riven. Masquerade Evelyn finde ich sehr, sehr sexy. In ihrem Outfit. Mm. Winter Wonder Karma habe ich mich früher immer übelst gefreut, weil ich den Skin so gefeiert habe mittlerweile. Die Sounds sind halt immer noch sehr, sehr geil, also. Kann ja. Man schon machen. Auf jeden Fall. Und Voidbringer Illaoi, dann würde ich sagen, schon jetzt rüber zu den Rerolls. Ich meine, wir haben ja. Können uns gönnen. Okay, was ist alles Activatable? Die vier hier oben, na toll. Könntest du auch noch deine drei Gemstones noch zu Masterwork Chest machen, gucken, ob du da noch ein bisschen. Ja, stimmt. Wir müssen einfach krass werden und Turniere gewinnen und dann kriegen wir AP geschenkt. Ja. Futzfitz. Das ist nice. Resistance Illaoi. Noch mehr Skins für Illaoi. Let's go. Songs of Yora. Auch sehr, sehr nice. Ich guck mal nach den Legendaries. Dann hau ich die weg. Let's go. Let's go. First Reroll. Worldbreaker Trundle. Ah ja. Ne? Immer von guten Skins spricht. Ich finde, die sehen so richtig ungewollt nicht schön aus. I don't know. Ne, ich glaube, da haben sie sich auch irgendwie was geil. Also, ich weiß nicht. Darkstar halt so Morde. Ist cool. Ein super cooler Skin. Auch die Ulti und alles, wie das aussieht. Ja. Der ist sehr, sehr geil. Nightmare drin, mehr. Der Skin ist halt wirklich ein Nightmare. Der ist halt wirklich schlimm. Also, wer so Bock auf so einen Skin hat, ich weiß nicht. Wenn ich meins. Debonair Galio. Mm. Oh ja. Also mit dem würde ich auf ein Date gehen. Der ist richtig so, hier, I got some potion for you. Hey, was hat er denn? Ist das so Mana-Potion oder was hat er dann? Bestimmt, da? Oder? Ja, ich meine, so viel Mana wieder immer verballert, bestimmt. Safe call. Safe call. Snowdenar! Oh, der ist süß. Der ist super cute. Kann man nicht nein sagen. Das war mein Main-Skin, als ich noch genau. Pickpocket Twitch. Ja, ist okay. Blood Moon Master Yi. Ich krieg aber auch gerade die guten Yi-Skins, ne? Also. Naja. Der ist schon sweet. Alright. Ist schon sweet. Ich will kein First-Time-Master Yi machen. Ja, wenn, dann hast du jetzt auf jeden Fall die geilen Skins für. Oh, eine Chest. Die ist free. Und Infernal Galio, ja? Also heißer geht's nicht. So, der Shit. Prasseln gerade die ganzen neuen Skins rein, ne? Naja, sehr, sehr cool. Und der dabbende Pengo. Perfekt. Ah, den hab ich sogar schon. Dann kannst du disenchanten, optimal. Sehr, sehr nice. Ich werde die ganzen Legendaries erstmal behalten, damit ich die zu noch enchanten kann. No. Beast Hunter Javen. Oh, diese sind auch wieder so, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich von den Skins halten soll. Einfach nichts sagen. Nee. Traditional Karma ist genauso. Meh. Also der Skin, der hat halt nichts für sich, ne? Nee. Crycore Brand. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich ein bisschen gucken, ob ich hier nicht schon was habe. Irgendwie zeigt es mir wahrscheinlich falsch an oder so. Frankenzippers Annie hast du schon? Ja, die habe ich früher schon mal bekommen. Ja, das sind echt nur die zwei Skins. Die Allow and Darren Direct, seid ihr da noch fern? Okay, komisch. Bloodmoon Talon? Oh, den finde ich cool. Ich mag Talon-Skins, der ist ziemlich nice. Oh, ja, du kannst halt leider auch nicht so viel aus Talon machen. Außer ein One-Shot-Monster. Nee, ich meine skin-technisch. Achso, SSW Rengar. Yeah. Ja, genau wie Nautilus. Ne.
Sugar Rush sehen. Oh, jetzt kommen wir mal zu den Groovy Zillion Skins, ja. Der Gesichtsausdruck macht mich irgendwie so, so verwirrt mich irgendwie. Der ist so, oh, ja, lecker. Und sehr sweet. Yes, very sweet. Alien Invader Heimerdinger. Ey, den habe ich doch gefühlt auch schon 5-mal bekommen. Aber okay, jetzt habe ich ihn wirklich. Defender Leona. Sehr, sehr geiler Skin auf jeden Fall. Legacy Skins. Ja. Pyjama Guardian Cosplay Urgott. So geil. Nein. Ich bin so ganz so happy. Ja, super geil. The Magnificent Twisted Fate. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob der wirklich so magnificent ist. Naja, damals. Psyops Victor, der aussieht wie Victors neuer Splash hat. Also bei dem Skin haben die sich echt gedacht, so, wie können wir Victor noch langweiliger aussehen lassen, wirklich. Ich weiß nicht mehr, wie er in-game aussieht, aber das Splash sieht da wirklich einfach nur aus wie so ein gereworktes Standard-Splash von ihm. Ja. Und Pool Party Heimer, den mag ich sogar mehr als Alien Invader. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, obwohl, dessen Rerun lohnt sich eigentlich eher. Naja. Oh, da ist sie schon, unsere Voidbringer Ilaoi, ne? Wenn man schon von ihr redet. Guck mal, es geht perfekt auf. Sehr, sehr nice. Special Weapon Zack. Und unser letzter Reroll ist. Pulsefire Shen. We like it. Ich finde den Skin sehr, sehr hot. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, war es das erste von meiner Seite mit Skins. Ich danke allen, die zugeschaut haben. Ich wünsche euch viel Glück bei eurem nächsten Hexig Pack Opening und ja, bis zum nächsten Mal.